Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Mario Kart 8. Heute wieder im Together mit den Admins der Pokémon. Ein Spiel, viele Welten, Seite. Die existiert hier auf Facebook. Und wir wollen in diesem Part uns vorstellen. Ein bisschen Werbung halt, quasi, wie wir zu der Seite gekommen sind. All sowas. Und am besten, ja, fangen wir gleich mal an, ne? Hey, ich bin Admin Willy Purva. Ich bin, ja, bald 18. Meine Hobbys sind Zeichnen, Cosplay. Sonst halt eigentlich gar nichts. Und boah. Wie ich zu der Seite gekommen bin, ich glaube, ich bin seit ungefähr 3 Jahren auf der Pokémon-Seite. Ich war einer der ersten Admins. Ich glaube, als ich dort angefangen habe, hatte die Seite gerade mal 200 Likes. Und damals gab es noch den Hauptadmin Shaman und Fynx. Also Fynx gab es ja heute noch, aber sie hat uns ja wieder verlassen. Aber es kann sein, dass sie ja vielleicht irgendwann wiederkommt. Also wir hoffen es sehr. Wir vermissen sie alle ziemlich und irgendwann vielleicht. Ich wohne in Nordrhein-Westfalen, in der Nähe von, ja, ich kann nicht wirklich sagen Köln. Ja, ungefähr eine Stunde von Köln entfernt in Bad Münstereifel. Ist auch ungefähr, ja, so 20 Minuten von Euskirchen entfernt, falls es einer von euch kennt. Und ich gehe gerade zurzeit in Rheinbach auf die Schule. In ein Berufskolleg, das heißt, Moment, das ist ein langer Name. Berufskolleg Rheinbach. Berufskolleg für Glas, Keramik und Gestaltung des Landes NRW Rheinbach. Irgendwie sowas halt. Unsere Schule ist halt auch bekannt als Glasfachschule, weil unsere Schule halt, ich würde mal sagen, zu 80% nur aus Glas besteht. Ja, wir haben halt auch so Unterricht wie Glas, Holz, Keramik, halt normale Unterrichtsfächer wie Mathe, Englisch, Deutsch, technisches Zeichnen, was haben wir noch, Gestaltung, so, das war's eigentlich, also diese normalen Fächer halt. Ja, arbeiten tue ich halt noch nicht wirklich, Schule halt, Berufsschule. Ich fange aber sehr wahrscheinlich dieses Jahr im September, glaube ich, oder Oktober, ich weiß es nicht so genau, wann die Ausbildung anfangen, eine Ausbildung bei mir an der Schule an als Glasveredler, falls man das so nennen kann. Es gibt dann halt vier Bereiche, wie Gravur, Glasmalerei und noch zwei andere, die ich gerade nicht wirklich weiß, und da müsste ich dann halt diese vier Bereiche in, ich glaube, zwei Monate durchlaufen, und die Lehrer entscheiden dann halt, wo ich meine Ausbildung machen könnte, und dann könnte ich es halt annehmen oder nicht. Und ich denke mal, ich werde sie dann annehmen. Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Es ist halt eine schulische Ausbildung, aber es würde, denke ich mal, sehr Spaß machen, weil unser Glasunterricht selber macht schon ziemlich Spaß, und wir haben auch schon Pokale gemacht. Und ja, dauert halt 3 Jahre, und dabei wäre dann halt das Fachabi und der Realschulabschluss, und das war's eigentlich. Hallo, ich bin Azurel. Ich bin 24 Jahre alt. In meiner Freizeit spiele ich gern Pokémon.
Ich wohne zurzeit in Zwickau, das ist in Sachsen, und ich arbeite zurzeit in der Altenpflege. Ja, mein Name ist Melotik, ich bin 28 Jahre alt, meine Hobbys sind Lesen, Musik hören, ich spiele verschiedene Instrumente, darunter Posaune und Bariton. Wie ich zur Seite gekommen bin, per Zufall eigentlich. Ich habe die Seite geliked und die hat mir so gut gefallen, und da ich ein großer Pokémon-Fan bin, habe ich gedacht, bewerb dich mal als Admin, und wurde angenommen, und seitdem bin ich da. Es gefällt mir auch ganz gut da. Wo ich wohne? Ich wohne in Alsdorf, das liegt in NRW, an der holländischen Grenze. Ich bin staatlich geprüfte Kinderpflegerin. Und ja, kein Wunder, wundert euch nicht, dass ich mich so scheiße anhöre. Ich bin zurzeit sehr stark erkältet und hoffe einfach, dass es irgendwann mal wieder besser wird. Ja, das war's. Ciao. Ja, hallo, ich bin Fünks. Ich bin 17 Jahre alt. Meine Hobbys sind Schwimmen, Lesen und Zeichnen. Wie ich zu der Seite gekommen bin, also ich habe sie vor 2,5 Jahren gegründet, weil ich damals das erste Mal Pokémon gespielt habe und ich war so begeistert, da wollte ich meine Begeisterung halt teilen. Und ja, habe die Seite gegründet. Ich wohne in Niedersachsen in der Nähe von Braunschweig und ich gehe zurzeit noch zur Schule. Und nun zu meiner Wenigkeit. Ich bin Meloetta. Also ich heiße dort auf der Seite Meloetta, bin ja auch Admin da. Bin da relativ eigentlich sehr jung da, also ein richtiger Küken, sag ich mal. Ich bin jetzt nur ein paar Monate drinne, also nicht allzu lange schon. Und ja, mir gefällt es da eigentlich ganz gut. Meine Hobbys sind, ja, zocken, Anime schauen, zeichnen tue ich auch manchmal, Musik hören, ich höre eigentlich Rap. Geht zur Zeit auf die Fachoberschule in Fachrichtung Technik, mache mein Fachabi und habe übernächste Woche meine Prüfung. Und mal schauen, ja, wie ich zu der Seite gekommen bin. Ich glaube, jemand hat da mal gepostet auf deren Seite, also auf unsere, ich glaube Melotik war das, dass wir, dass die Admins gesucht haben. Und da habe ich mich halt beworben und wurde angenommen. Oh. Und seitdem bin ich, da gab es eine Probezeit. Und die habe ich erfolgreich bestanden. War ganz lustig. Da war noch ein Kumpel von mir noch mit bei. Aber der hat es eigentlich mit Humor gesehen. Der wurde natürlich nicht angenommen. Naja. Da war dann noch jemand, aber der hatte Unnötig gepostet. Naja. Wir sind jetzt halt zu fünft und ich glaube, ist eigentlich ganz angenehm. Zu fünft. Wo ich herkam. Ich komme aus Brandenburg. Das liegt im Land Brandenburg. Nee, ist echt so. Es gibt eine Stadt, die heißt so. Und ja. Das war's eigentlich so. Überlege gerade noch, was ich noch sagen könnte. Also kann man mal sagen, die Seite gefällt mir echt gut. Also die Zusammenarbeit zwischen uns vier oder fünf läuft gut. Also muss ich ganz ehrlich sagen, es macht Spaß, da was zu posten, weil die ganzen Leute, die liken auch und kommentieren auch. Und das finde ich cool. Ja.
Habe ich mir so gedacht, also haben wir uns so gedacht, ja, machen wir doch einfach mal Werbung für uns. Wir wollten ja eigentlich mal einen Crossover starten mit einer anderen Seite, aber sie hatten irgendwie alle. Also ich habe bei vielen nachgefragt und die hatten da irgendwie alle keinen Bock gehabt. Oh, dann machen wir das halt für uns. Und ja. Haben alle die anderen Admins die Sprachnachricht geschickt, die habe ich dann hier in Wave konvertiert. Von WhatsApp halt die Sprachnachrichten und ja, dann habe ich sie dann hier in den Video zusammengeschnitten. Mist. Ja. Ja, wie gesagt, ich bin halt ein Küken, was das angeht, wie lange ich schon da drin bin. Ist eigentlich nicht allzu lange, ein paar Monate, zwei, drei Monate. Ich glaube Februar oder so. Ich glaube schon. Ja, spiele halt leidenschaftlich Pokémon. Also eigentlich allgemein Nintendo. Aber mit Pokémon bin ich aufgewachsen. Damals hat mir mein Vater ein Game Boy Color geschenkt mit der Pokémon Gelbe Edition. Dann hab ich den Tod gesuchtet. Ja, bin damit aufgewachsen. Und ich kenne mich eigentlich ganz gut aus. Und deswegen habe ich mich ja eigentlich auch dort beworben. Ja. Es ist eigentlich heute nur ein ganz kurzes Video, nur zur Vorstellung halber. Dann würde ich sagen, lassen wir das hier noch laufen und dann gehen wir zurück zum Auswahlbildschirm. Dann würde ich auch sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und relativ kurzes Video eigentlich, ne? Aber was will man auch mehr sagen? Ich sag mal. Den Link zu Fully Pube, die heißt Hashtag Koneko, die verlinke ich euch auch mal beim i oder so. Oder in der Videobeschreibung. Mache ich sogar beides. Und unsere Seite verlinke ich auch. Lasst ein Like da. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part bei Let's Play Mario Kart 8 wieder. Bis zum nächsten Mal, haut rein Leute und tschüss.